Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ich meine, so habe ich schon mal gestartet. Wir lernen heute richtiges Abfälschen bei der richtigen Übung. Hier SZ-Curls. SZ-Curls richtig abfälschen, damit man das Letzte aus dem Bizeps rausholt. Also eine sehr gute und fast schon obligatorische Intensitätstechnik für manche Übungen, wie zum Beispiel SZ-Curls. Ohne Abfälschen macht die für mich kaum noch Sinn. Ebenso Seitheben mit den Kurzhanteln machen ohne Abfälschen kaum noch Sinn. Warum? Gerade unter der YouTube-Generation da draußen, wo es immer heißt, man muss alles so überkorrekt trainieren und man muss immer eine Range of Motion einhalten, wird das sicherlich sehr fraglich klingen. Und vielleicht nach einer Markus-Rühl-Logik, wenn man sich komplett zerstören möchte und auf Stoff ist, dann kann man das machen. Nein, gewusst wie. Es ist eine der komplexesten und schwierigsten Intensitätstechniken. Intensitätstechniken, dazu gibt es ein Video, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Wenn ja, dann kommt es jetzt hier. Wenn nein, dann eben nicht. Dann muss ich das noch machen. Es gibt Intensitätstechniken wie die Intensivwiederholung, der klassische Fall, wenn euch jemand unterstützt. Es gibt Intensitätstechniken wie den Dropsatz, kommt dem ziemlich nah. Ihr selbst reduziert nochmal das Gewicht und legt direkt nach. Pausensätze, viel kürzere Pause, nochmal ein paar nachlegen. Negativwiederholung, jemand hilft euch bei der positiven und dann gibt es nur noch das Gegenhalten. All das sind Intensitätstechniken, aber die komplexeste ist es, abzufälschen und zwar richtig. Es gibt ein absolut falsches Abfälschen und ja, auch wenn man es nicht machen soll, ich werde es euch gleich einmal kurz demonstrieren ohne Hantel. Und dann gibt es für mich ein Heavyset. Ich habe mich schon ein bisschen aufgewärmt, der Bizeps ist schon ein bisschen aufgepumpt, um euch dann ganz realistisch zu zeigen, wie bei mir so ein korrektes Abfälschen aussieht. Wann benutzt man so eine Intensitätstechnik vor allem, beziehungsweise bei welchen Übungen? Bei gerade geführten Übungen, die sehr gleiche Gewichtsverteilung haben, lohnt es sich nicht und man kann es auch kaum machen. Umso geführter die sind an Maschinen, da kann man nicht richtig abfälschen, weil ihr ja gezwungen seid, in einen bestimmten Bewegungsablauf zu kommen. Ist da also nicht möglich. Umso freier das Ganze ist, desto eher kann man abfälschen. Aber auch da muss die Gewichtsverteilung recht ungleichmäßig sein, damit es Sinn macht. Beispiel Kurzhantelbankdrücken oder generell Bankdrücken. Da kann man schlecht abfälschen. Wenn, dann würde man seine Form ruinieren. Aber da kann man nicht richtig abfälschen, weil konstant die Gewichtsbelastung ziemlich gleich ist. Ihr drückt einfach senkrecht nach oben. Aber immer dann, wenn es nicht in einer Linie zur Schwerkraft geht, dann, und eine Hebelwirkung drin ist, dann macht es Sinn. Hier zum Beispiel haben wir eine Übung, wo ihr hier unten viele Wiederholungen machen könnt. Denn ihr geht weg, also 90 Grad bis 45 Grad Winkel weg von der Schwerkraft. Da ist es noch nicht so schwer. Der schwerste Punkt bei den SZ-Curls ist genau hier. Wenn ihr im 90 Grad Winkel zur Schwerkraft seid, hier rüber zu kommen, ist der schwerste Teil. Hier oben könnt ihr wieder mehr schaffen. Das heißt, um diesen Teil hier zu überwinden, darum geht es. Denn hier oben könnt ihr wieder mehr machen. Und das ist auch der Sinn dahinter. Wenn ihr nicht abfälscht, dann habt ihr das Problem, dass ihr eigentlich noch Kraft im Bizeps habt, in dem oberen Anteil und den unteren. Nur hier kommt ihr nicht rüber. Würde man euch hier helfen, könnte er noch. Das heißt, da ist noch Power drin, aber ihr kommt nicht über diese eine Phase, weil die einfach verhältnismäßig viel schwieriger ist. Hier habt ihr die volle Belastung der, in diesem Fall 52 Kilo drauf, hier unten nicht unbedingt und hier oben auch nicht. Das ist eine ungleiche Verteilung, das gleiche beim Seitheben. Hier könnt ihr viel machen. Genau hier ist es am schwierigsten. Und deswegen fälscht man ab, um über diese Phase hinwegzukommen. Und jetzt kommt das Wichtigste beim Abfälschen. Das macht den Sinn des Abfälschens aus, um mehr rauszuholen aus der Übung bei dieser ungleichen Gewichtsverteilung. Und eine der obersten, nee, die oberste Regel ist es, trotzdem müsst ihr wieder in die korrekte Form kommen. Beispiel, ihr seht ständig Leute abfälschen bei den SZ-Curls, die dann mit Schwung mit dem Oberkörper helfen. Um über diese Phase zu kommen, lehnen die sich weit nach hinten, denn hier seht ihr, da habt ihr dann nicht mehr diesen 90-Grad-Winkel, den habt ihr schon passiert, der wäre hier. Der geht hier mit hoch und dann landen sie hier und gehen wieder zurück. Das hier ist die oberste Kontraktion bei denen und ihr seht, da hilft man so viel aus, das ist nicht die reine Belastung für den Bizeps. Das ist falsch. Der erste Teil ist richtig, ihr müsst hier rüberkommen und das könnt ihr mit dem Oberkörper machen. Das heißt, ihr holt Schwung, kommt hier rüber und jetzt kommt das Entscheidende. Seid ihr über diesen entscheidenden Punkt, nur über den wollt ihr ja kommen, dafür fälscht ihr ab.
Seid ihr über den entscheidenden Punkt, kommt ihr wieder mit dem Oberkörper entgegen und kommt wieder bis zum obersten Punkt, bis zur Spitzenkontraktion, in die korrekte Ausführung rein. Denn wir wollen ja nur über diesen einen sensiblen Punkt helfen. Das ist, stellt euch einen Trainingspartner vor, ihr kommt bis da, dann hilft er euch hier über die schwierige Phase, lässt wieder los und ihr macht weiter. Ihr habt keinen Trainingspartner, ihr macht das selbst, indem der Muskel hilft, das ist euer Trainingspartner. Und anschließend kommt ihr aber wieder in die korrekte Phase. Das heißt, hier oben in der Spitzenkontraktion müsst ihr wieder absolut senkrecht sein, die Oberarme wieder komplett gerade am Körper und ihr seid wieder in der Ausgangslage. Und dann kämpft ihr gegen an, langsame Negative, und dann habt ihr alles rausgeholt. Wieder abfälschen, entgegenkommen. Das ist unheimlich komplex, das muss man lernen. Die meisten haben nicht die Willpower, dann hier wieder korrekt entgegenzukommen, das auch noch zu halten und langsam runterzulassen. Das ist A, hart, nichts für die Weichwischer da draußen, und B, eine komplexe Bewegung. Lernt sie und bam, es knallt. Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze in Natura aussieht und hoffe, ich mache mich nicht lächerlich. Und dann habt ihr mal wieder was gelernt. Nicht wundern, ja, das ist für mich schwieriges Gewicht. Ich hoffe, das kam an. Es ist vor allem schon fast auch eine Negativwiederholung, weil es ist hier oben nur noch ein Gegenankämpfen. Natürlich ist das so schwer, ihr könnt es hier gar nicht mehr richtig halten, ihr könnt es nicht wieder hochziehen. Aber dass es nur langsam runtergeht und nicht direkt wieder fällt, das ist der Sinn dahinter. Ist also eine Variante, die auch so ein bisschen ins Negativwiederholungstraining reingeht. So, heute eine kurze Einheit. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Was macht ihr für Intensitätstechniken zum ersten Mal? Das würde mich interessieren. Wie viel kennt ihr? Zählt sie mal auf in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, ob jemand so ziemlich alle Intensitätstechniken kennt. Ob da vielleicht auch falsche bei sind. Ihr haltet sie für Intensitätstechniken, sind aber gar keine. Und schreibt mir bitte auch mal, wie oft ihr überhaupt Intensitätstechnik anwendet. Jedes Training, jede Übung, jeder Satz? Oder streut ihr sie nur ab und zu mal ein? Die korrekte Antwort, wie ihr es macht, nicht die Lehrbuchantwort. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr solcher Tipps wollt, aus der Abfälschreihe Daumen hoch und schreibt mir gerne mal, welche Übung speziell. Ansonsten mache ich da mal weiter, dann gibt die Abfälschreihe weiter. Wer mehr zu Intensitätstechniken wissen möchte, auch bitte schreiben, dann kommt mehr dazu. Ansonsten Kanal abonnieren und vor allem die alten Videos mal angucken, denn auch wenn sie älter auf dem Kanal sind, sind es doch wahre Goldstücke hier bei YouTube. Ich wünsche euch was, bis bald, euer Gotti.